Ja, hi, hier ist Sebastian. Ich habe mir schon ein bisschen Zucker zuführen können nach dem Rennen und die Gehirnwindungen arbeiten wieder schon wieder einigermaßen in Normaltempo. Deswegen kann ich auch schon ein paar kleine Eindrücke zum Rennen geben. Ja, wie gesagt, nach Zucker und Massage kann ich schon einigermaßen reflektiert sehen. War wirklich hart und natürlich lange nicht das, was ich mir vorgenommen habe und glaube ich auch nicht das, was ein paar andere Leute, doch einige andere Leute von mir erwartet haben, was natürlich selbstverständlich ist, wenn man zweimal das Rennen gewonnen hat, steht man beim dritten Mal nicht am Start und mit dem Ziel irgendwie Top 20 zu kommen, sondern vielleicht Top 5. Mir war natürlich völlig klar, dass es in dem Feld vielleicht auch so ist, dass mein Bestes nicht gut genug sein wird. Ich habe trotzdem probiert, mein Bestes zu geben. Das ist mir heute leider vielleicht nicht ganz so gelungen, wie ich mir das gewünscht habe. Natürlich einfach schwierig, wenn man relativ bald merkt, dass es vielleicht nicht der Tag ist, den man braucht, um ganz nach vorne zu kommen, dann noch wirklich alles zusammenzuhalten und nicht irgendwie, ja, einfach moralisch da den Kopf in den Sand zu stecken und das Rennen irgendwie auszugeben. Ich glaube, ich war auch ein paar Mal nah dran, das irgendwie wirklich auszugeben, weil so ein Ergebnis hat, glaube ich, niemand gerne in der Ergebnisliste stehen. Aber ich muss sagen, dass mich das bei anderen Athleten auch ärgert, die nicht bereit sind, an einem schlechten Tag auch mal zu akzeptieren, dass eben andere auch mal schneller sind und sich dann sozusagen der Niederlage entziehen. Das wollte ich definitiv nicht machen. Absolut riesen Respekt vorm Javi. Es war vorher eigentlich, sag ich mal, zu erwarten, dass er auf jeden Fall vorne mit dabei sein wird. Ich hätte natürlich gern irgendwie ein bisschen dazu beigetragen, dass seine Beine nicht mehr ganz so frisch sind fürs Laufen. War heute leider nicht drin. Ich hätte auch gern irgendwie eine Entschuldigung. Wie zum Beispiel, dass ich die Woche 45 Stunden trainiert habe und eigentlich alles auf Kona gesetzt habe und deswegen überhaupt nicht frisch war. Das stimmt aber nicht. Ich war absolut getapert und auch absolut scharf eigentlich auf das Rennen. Also ich habe mich auch speziell auf das Rennen vorbereitet und jetzt nicht irgendwie alles Kona untergeordnet, wie das vielleicht einige vermutet haben. Es war einfach halt ein scheiß Tag. Das leider gibt es ab und zu mal. Man muss dann trotzdem probieren, das Beste draus zu machen. Das habe ich probiert. War trotzdem nicht sensationell, aber ich muss ganz klar sagen, Daumen hoch für das Rennen hier. Es ist wirklich eine klasse Organisation gewesen. Man dürfte den Wettkampfrechtern an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Mut wünschen, weil hier und da, sag ich mal, war schon ein bisschen bitter, hinten dann alleine zu sehen, wie unfair manche Leute und wie, sag ich mal, ja, wie unrespektvoll auch gegenüber den Regeln und auch gegenüber den Idealen, die man eigentlich haben sollte, denke ich, in dem Sport, sag ich mal, ein paar Leute sich da verhalten haben. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, es ist immer natürlich so, wenn man ein schlechtes Ergebnis stehen hat, dann übt man ja immer gern mal Kritik. Wenn man ein gutes Ergebnis stehen hat, wäre mir das heute wahrscheinlich nicht aufgefallen. Und außerdem muss man auch sagen, dass zum Beispiel Jungs wie jetzt ein Lionel Sanders, der mich auf dem Rad überholt hat, der auch mit Sicherheit noch irgendein technisches Problem gehabt hat, weil das Rad hat sich angehört, wie wenn es kurz davor wäre, auseinanderzubrechen. Wie der Junge mich überholt hat und mit einer Wahnsinnslaufzeit noch auf Platz 4 gelaufen ist. Da ziehe ich die Mütze. Wirklich richtig, richtig stark. Und der ist wirklich die ganze Radstrecke alleine gefahren. Also das zeigt auch, dass das natürlich in dem Feld trotz allem absolut möglich ist. Für mich heute nicht. Aber am Dienstag geht es nach Kona und da scheint die Sonne. Und wir werden fleißig weiter arbeiten, weil prinzipiell muss ich eigentlich sagen, ist die Form jetzt nicht so schlecht gewesen, wie vielleicht das Ergebnis, das jetzt Glauben machen mag. Ich glaube eigentlich schon, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre heute, aber grau ist alle Theorie, das was zählt, ist am Schluss die Ergebnisliste. Da war ich nicht vorne, aber dann vielleicht wieder beim nächsten Mal. Schön. Servus.